Zurück bei Dragon Quest Builders haben wir beim letzten Mal das Erntefest gefeiert. Wir haben noch unsere Girlanden aufgebaut und so weiter und so weiter und so fort. Und jetzt, liebe Leute, haben wir ein ganz großes Problem. Denn es kam der Oberbösewicht. Ja, der Oberbösewicht ist erschienen und meinte sich gegen uns zu stellen. Und wir werden jetzt versuchen, natürlich diesen Oberbösewicht zu besiegen. Deswegen hole ich mir gerade schnell mal ein bisschen was zu essen. Und werde mich ein bisschen aufpushen. Obleys Abwehr steigt. Okay, aber bringt nicht so viel. Dann wollen wir mal. Anscheinend haben die Kinder Hagons uns umzingelt, Obley. Wir haben keine Wahl. Wir müssen kämpfen. Also, bist du bereit, sie niederzustrecken? Ich habe mich noch nie so gefühlt, Obley. Was sie mit L gemacht haben, was sie mit dem Gottesgewächs gemacht haben, ich werde dafür sorgen, dass sie nicht ungeschoren davonkommen. Ich werde sie alle vernichten. Und dann geht's ab in den Kampf. Möge der Kampf beginnen. Besiege den Feind. Alter, was ist denn hier? Nein. Okay, gut. Wir müssen die jetzt erstmal hier besiegen. Diese blöden Affen und die ganzen Gegner hier. Ist auch wieder einer weniger. Die haben Pastor L angegriffen. Ey. Das nehme ich dir übel. Der hat sich so lieb verhalten und dann auf einmal... Oh, Vater. Uff. Riesenaffen. Und irgendwelche blöden Bogenschützen, ey. Okay, wird gelähmt. Alter, du blöder Affe. Ich habe immer noch eine Lähmung drin. Na komm. Haut den Affen um. Haut den Affen um. Mach diesen dicken, fetten Pavian Hintern. Das. Schön, wie alle da extrem viel Schaden auf den einen da machen, aber Lieblingszustand ist immer noch 100%. Dann keine Skelette kommen, da sind sie. So, kommt her. Ah, komm, ernsthaft? Na, no. Alle weg von der Siedlung, alle weg von der Siedlung. Alle komplett weg hier. Ich sehe nur irgendwelche Zahlen. Lass mir die Kleinen weg. Ah, dieses Gelähmtsein ist echt nervig. Boah, nein, 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 nicht die Großen. Ah, verdammt, ich wollte gerade ran. Machen wir erstmal hier den großen Platz, der ist nämlich echt am extremsten. Ja gut, ich habe höhere Verteidigung, das ist mir jetzt gerade egal. Da klatsche ich drauf. So. Immer schön drauf, immer schön drauf, immer schön drauf. Ach, da sind auch kleine. Dann machen wir die kleinen weg hier. Jetzt kommt der Pavian hintern. Weil, nee, eigentlich gar nicht mehr. Hier, jetzt kommt der hier. So. Und wieder. Immer schön auf diesen Typen drauf. Oh oh. Ja, jetzt muss ich den Affen erstmal platt machen. Und den anderen Affen. Weil nicht, dass der eine dann da drauf geht. Weil der kriegt auch die ganze Zeit hier ganz schön aufs Fressbrett. Recht den Pastor. Komm, das ist der letzte, Leute. Das ist der letzte. Da haben wir es geschafft. Ah. Hui. Ja, schön. Die Stufe hat sich noch erhöht. Gewonnen. Na, kriege ich jetzt noch ein neues Rezept? Haha, die haben nicht lange durchgehalten. Das war ja kaum ein echter Kampf. Aber eins verstehe ich nicht. Ich habe gerade eine kleine Armee der Kinder Hagons vernichtet, aber ich fühle mich immer noch seltsam. Oh. Problem, wir sollten nach Pastor L sehen.
Ja, lass mich doch. Es scheint, als wäre mein Ende gekommen. Nein, bitte, Pastor L. Verlass uns nicht. Sorg dich nicht, junge Rosie. Dies ist nicht das Ende. Noch nicht. Das Gottesgemächs mag zwar zerstört worden sein, aber die Hoffnung, die es euch allen geschenkt hat, lebt weiter. Malrod, du hast mich einmal gefragt, wo das Gottesgewächs herkam, ob es einfach aus dem Boden geschossen ist oder ob es auf andere Weise erschaffen wurde. Das erste Gottesgewächs ist nicht gewachsen, es wurde erbaut von dem Erbauer, der vor langer Zeit auf dieser Insel kam. Was? Troplay, junger Erbauer, ich möchte dir das hier geben. Blautiger Mantel schwingt dich in die Lüfte, um Neues zu entdecken. Dieser flautige Mantel wird dir dabei helfen, dich in die Lüfte zu schwingen. Das wird nötig sein, wenn du herausfinden willst, wie man ein neues Gottesgewächs baut. Du willst, dass wir ein neues Gottesgewächs bauen? Wir schaffen das nicht alles alleine. Wir brauchen dich, Pastor L. Du darfst uns nicht verlassen. Rosie, mein lieber Lehrling, ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Jetzt ist es an dir, Troplay zu helfen. Ich weiß, dass du das schaffst. Aber ich... War das etwa nicht dein Traum, das Gottesgewächs zurückzubringen, den Grünfeldbauernhof wieder aufzubauen? Gib deine Träume nicht auf, such keine Ausflüchte. Such nur einen Weg vorwärts. Troplay, kümmere dich um Rosie für mich. Kümmere dich um sie alle. Auch wenn es für eine Nacht war, ich bin froh, ein Erbauer gewesen zu sein. Pastor L, nein! Der Pastor war uns allen ein großer Anführer. Ich kann nur hoffen, dass ich eines Tages ebenso mutig und inspirierend sein werde. Wir hätten nie nichts bauen dürfen, wenn wir das Gottesgewächs nicht gepflanzt hätten. Wäre das alles nicht passiert. Leute. Gehen wir, Troplay. Ich werde dieses gescheite Gibonzen sowas von vermöbeln, dass ihn seine eigene Mutter nicht mehr wiedererkennt. Ich werde Pastor L rächen. Malrod, warte. Pastor L hat uns aufgetragen, das Gottesgewächs wiederherzustellen. Er hat gesagt, wir sollen ein neues bauen. Ich weiß, aber... Es gibt einen Ort, den ihr beide aufsuchen solltet. Nun gut. Nun gut, welcher Ort sollen wir aufsuchen? Pastor L hat mir einmal erzählt, dass das alte Gottesgewächs nicht komplett zerstört wurde. Es mag verdorrt und abgestorben sein, aber die Überreste sind immer noch irgendwo hier. Wenn du die Reste findest, könntest du vielleicht herausfinden, wie man ein neues Gewächs baut. Na gut, versuchen wir es. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Ich weiß, dass du es schaffen kannst, Troplay. Wenn der Erbauer, der vor langer Zeit hierher kam, ein Gottesgewächs bauen konnte, dann kannst du das auch. Saat des Erfolges Teil 3. Wenn wir ein neues Gottesgewächs haben wollen, müssen wir uns selber eins bauen. Und sobald wir es geschafft haben, können wir den ganzen Insel wieder Leben und Licht schenken. Das Problem ist nur, wie sollten wir diesen alten Baum finden, wenn keiner von uns weiß, wo er sich befindet? Irgendetwas sagt mir, dass ein flautiger Mantel wie der, den Pastor L dir gegeben hat, dir dabei helfen wird. Wir müssen aber mehr darüber erfahren. Wo genau sollen wir den benutzen? Oh ja, schnackt ihr da etwa gerade über das alte Gottesgewächs? Wenn ihr das alte Gottesgewächs sucht, dann hätte ich da eine Ahnung, wo ihr mit eurer Suche beginnen könntet. Drücke A in der Luft, um mit dem flautigen Mantel wie ein Vogel im Wind zu gleiten. Okay. Mit Wilfried. Auf meiner Flucht von den Kindern Hagons habe ich so ziemlich die ganze Insel zu sehen gekriegt. Und ich glaube, auf meiner Reise habe ich auch das alte Gottesgewächs erblickt. War aber nicht auf dieser Insel hier, auf einer Lütteninsel, ein Stückchen vor der Küste. Für flügellose Wesen wie uns ist das zu weit, um zu schwimmen. Aber wenn ein flautiger Mantel zur Verfügung steht, könnten wir einfach rüberfliegen. Bist im Grünfeldsumpf gewesen, nicht, Troplay? Und hast den Ork in den alten Tomatenplantagen gesehen, stimmt's? Wenn du zur Farm springst und dich nach Osten in den Regenwald begibst, findest du den Pfad nach Norden, der dich zu einer felsigen Landzunge führt. Von da aus sollte die Insel mit den Gottesgewächsen zu sehen sein. Flieg einfach mit deinem flautigen Mantel drüber. Na dann mal los, ihr beiden. Flieg zu der kleinen Insel, findet das alte Gottesgewächs und bekommt heraus, wie man ein neues baut. Da waren wir schon oft genug und ich habe mich gefragt, wie komme ich darüber, was ist das da hinten? Wenn ihr euch daran erinnert... Es ist nämlich genau hier. Und da wollten wir ja schon öfters mal hin.
Aber haben das nie wirklich geschafft. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, genau dahin zu gelangen. So. Dann laufen wir mal. Boah, es ist schon wieder alles so total ekelig und pekelig und dreckig und... Oh, da. Können wir nochmal ein bisschen grün machen. Danke, die wollte ich haben. Oh, da unten sind auch noch welche. Alter, der ist geschützt dadurch. So. So. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Das ist auch nochmal ein Ork. Aber der hat nichts. War die Ratte das letzte Mal auch schon da? Ja, ne? Es ist SSS Quiek. Nein. Ja, ist klar, dass Malrot angegriffen wird. Ach, komm. Da hinten muss es sein. Wir hüpfen hier einfach mal hoch. Die Saat des Erfolges. Teil 3. Möge das Gott zu wegziehen Land Hoffnung schenken. Eine Hoffnung, die fern am Horizont liegt. Truplay hört eine seltsame Stimme in seinem Kopf. Truplay, mein Kind, komm zu mir. Spring von der Klippe und breite deinen flautigen Mantel aus, indem du auf A drückst. Das muss die Landzunge sein, von der Wilfried gesprochen hat. Also, was meinst du, Truplay? Dein flautiger Mantel wartet nur darauf, dass wir das ausprobieren, um darüber zu fliegen. Ja, super, ich habe es noch nicht einmal ausprobiert. Na, geil. Ja, genau, der hängt sich einfach mal dran. Funktioniert ja. Kann man ja machen. Oh, aber ja. Ernsthaft? Menschen, was klappert ihr denn hier rum? Ihr sucht den das erste Gottesgewächs, nicht wahr? Nur ihr kommt leider zu spät. Es wurde vom gescheiten Gebonzen höchstpersönlich in einem Akt unendlicher Weisheit zerstört. Und das ist nicht alles. Der Primat hat aus eurem lächerlichen Symbol der Hoffnung eine Quelle des Leidens gemacht. Woher die Faulsporen kommen? Vom verseuchten Gottesgewächs. Das darf nicht wahr sein. Hier kommt also der Übelwind her? Haha, dies ist heiliger Boden, Menschen. Ein Ort, an dem die Kinder Hagons dem Hohepriester ihre Dankbarkeit darbringen. Und nun, da ihr unser Geheimnis erblickt habt, können wir euch leider nicht mit dem Leben davonkommen lassen. Ja, kein Ding. Ja, komm. Nein. So, erst mal kurz was und dann mache ich den hier platt. Oh, komm. So. Und den hier, der mich immer zum Einschlafen bringt. Dann machen wir den da platt. Damit seinen Zauber nervt. Und dann machen wir den dicken Gibonzen hier platt. Nachdem wir übrigens genügend Erde bekommen. Dicker Gibonze. Ja, komm. Du gehst mir eh auf den Sack. Die Monster wurden besiegt. Oh, hier sind genügend Vorspondig, dann... Kam ein bisschen spät, oder? Aha, die Kinder Hagons? Wohl eher Knallköpfe Hagons. Ich kann mir immer noch nicht glauben, dass sie das Gottesgewächs in eine Art spornspuckendes Springbrunnen verwandelt haben. Können sie überhaupt noch feiern... überhaupt noch tiefer sinken. Nanu. Was ist das für ein unheimliches Licht? Ja, das Licht will ich jetzt gleich erstmal mir auch angucken. Das habe ich mir gerade schon gedacht, dass die Quelle alles Bösen ist. Aber die Erde wollte ich trotzdem mitnehmen. Vielleicht wird daraus dann später gute Erde, dann habe ich die gleich schon mal. Haha. Halt, da ist noch was. So. Wer magst du sein? Aus welchen Gründen bist du hier? Ich war einst als Gottesgewächs bekannt. Doch, ach, meine Äste sind
rottet und mein Herz mit Gift durchtränkt. Nun bringt jeder Windhauch, der mich durchfährt, nichts als Zerstörung. Ich weiß nicht, wer du bist, aber an diesem Ort darfst du nicht verweilen. Die Gefahr ist zu groß. Du willst gemeinsam mit deinem Freund ein Gottesgewächs erschaffen, dieses Land von diesem Verderben heilen? Nun gut, sollte es ein Begehren sein, so muss ich erst meine Vernichtung erfahren. Das schwarze, verrottete Holz, das du über dir erblickst, formte einst meinen mächtigen Stamm. Doch inmitten dieser verdorrten Hülle verbleiben noch immer kleine Reste meines heiligen Kernholzes. Ich bitte dich, nimm es und bringe es mir. Okay. So, das heißt also, ich kann jetzt hier die Vollsporen entsprechend, nein. Hä? Ach so. Okay, muss ich jetzt hier die Vollsporen vernichten oder nicht? So, komm. Das ist ja wirklich jetzt eine gute Frage. Muss ich die Vollsporen vernichten oder nicht? Oder muss ich jetzt einfach hoch und das dann holen? Nee, ich glaube, wenn ich die Vollsporen vernichte, mache ich mir selber Schaden. Meint ihr irgendwo in seinem Kern? Da. Ah, da haben wir das Kernholz. Das brauche ich. So. Ja, aber jetzt kann mir mal einer sagen, wie in den Baum bitteschön Stein reinkommt. Nein, gut. Ja, gut, komm, springe runter. Du hast es geschafft. Du hast mich zerstört. Im Inneren des von dir gesammelten heiligen Kernholz brennt der letzte Funke meiner Lebenskraft. Erst jetzt kann ich endlich sterben. Die schöne Insel Grünfeld ist der Zerstörung geweiht. Der Übelwind, der aus meiner verdorbenen Form wehte, hat sich weit verbreitet. Ich fürchte, dass meine Zerstörung allein nicht genügen wird, um dem Übel ein Ende zu setzen, das dieses Land plagt. Aber durch meine Stärke, durch die Kraft, die meiner Kernholz noch innewohnt, kann ein neues Gottesgewächs entstehen. Verfügst du über das nötige Geschick, um dieses Kunststück zu verbringen, Erbauer? Kannst du die Form finden, die ich einst aufwies und die ich erneut annehmen muss? Du solltest dich stets an deine weiteren Sachen erinnern, junger Erbauer. Schöpfung wird aus Zerstörung geboren, doch trauere nicht, denn nichts kann aus dem Nichts erschaffen werden. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem du ein neues Gottesgewächs erbauen wirst und diese Insel erneut Leben und Licht schenkst. Ich schulde dir meinen ewigen Dank für meine Zerstörung. Du hast es bereits getan, nicht wahr, Truppe? Du hast ein neues Gottesgewächs entworfen. Worauf warten wir dann? Gehen wir zurück zum Bauernhof und bauen das Ding. Was? Ruppel zeichnet folgenden Bauplan. Gottesgewächs Stufe 1. Was? Wo soll ich denn jetzt so viel Rinde bekommen? Alter, habt ihr sie noch alle? Okay. Ja. Dann ehrlich, ist das nicht... Ist das, was ich denke, dass es ist? Baust du ein neues Gottesgewächs? Truppler, hast du wirklich vor, ein Gottesgewächs von Grund auf neu zu bauen? Hast du eine Vorstellung davon, welch einen gewaltigen Aufwand das darstellen würde? Hm.
Wahahaha, brillant, mein Junge, einfach brillant. Willst du etwa einen Baum mit Hilfe eines Bauplans bauen? Allein der Gedanke, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine lächerliche Idee gehört. Und doch hat deine Tollheit, nein, deine Tollkühnheit ein leidenschaftliches Feuer in mir entfacht. Leute, lasst uns noch einen Versuch wagen. Bauen wir ein neues Gottesgewächs und lassen wir den Grünfeldbauernhof wieder aufblühen. Rosie hat recht. Wir haben den Bauernhof schon einmal wieder aufgebaut und alles in Rauch aufgegangen. Doch der Traum ist noch am Leben. Total. Und mit Truppe hier wette ich, dass das ganze Ding... dass es kein Ding ist. Wir haben in 0,0 wieder so ein Gottesgewächs. Ich danke euch, euch allen von ganzem Herzen. Ich werde dich stolz machen, Pastor L. Warte nur ab. Oha, na gut, ihr alle. Dann lasst uns für Grünfeld ein neues Gottesgewächs bauen. Hurra! So, also, wir müssen jetzt hier ein neues Gottesgewächs bauen. Und damit würde ich sagen, fangen wir im nächsten Part an. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.